Das Böse begrüße euch herzlich zurück hier bei Dark Souls 3. Wieder einmal am Feuerbandschrein begrüße ich euch hier recht herzlich zurück. Und wir haben noch eine Seele im Gepäck. Das liegt daran, dass ich am Ende der letzten Folge noch die letzten Seelen ausgegeben habe. Ich weiß noch nicht, ob ich diesen Fummel anlassen soll. Irgendwie bin ich damit jetzt noch nicht so begeistert und glücklich und überhaupt. Prinz Lothric, nee, das interessiert mich nicht. Was hatte ich denn eigentlich? Ich hatte doch diese ganzen anderen Sachen an, genau. Ich mach das jetzt einfach wieder, ist mir egal. Weil ich das einfach geiler finde. Ich mag das total. Dieses gesamte Set davon. Ich weiß auch noch nicht, ob ich diesen Ring wirklich nehmen soll oder ob ich vielleicht... habe ich nicht noch einen anderen geilen Ring irgendwie? Zum Beispiel den. Ausdauer erhöht nochmal ein bisschen. Kann es ja erstmal so machen. Und ich werde jetzt am Anfang, nach einer Woche Abstinenz, erst nochmal ein paar Kleinigkeiten machen. Tut mir leid für diejenigen, die jetzt nicht so auf Backtracking stehen, aber ich hoffe, das geht relativ schnell. Und zwar geht es als erstes nochmal zum Wolf von Pharon. Genau, alter Wolf von Pharon. Da soll jetzt nämlich mittlerweile oben, wo wir seinerzeit mal auf diesen verirrten, glaube ich, Dämon getroffen sind, jetzt noch wieder was liegen. Bin gespannt. Und eventuell könnte man auch jetzt schon die Quest von Leonard weitermachen, aber ich muss sagen, das traue ich mich nicht. Nicht, dass ich mir damit im Endeffekt was versaue. Deswegen lasse ich das jetzt mal. Und mache das erst, wenn ich Siris wirklich komplett fertig habe. Das ist sonst vielleicht unter Umständen gar nicht mal so praktisch. So, und wenn ich das gemacht habe, geht es dann nochmal zurück zum Wald oder Pfad der Kreuzigung. Und dann muss ich mal gucken, ob ich das finde, was mir da mal wieder netterweise in die Kommentare geschrieben wurde. Wieder einmal vielen, vielen Dank dafür. Jetzt müsste der Ausblick hier oben auch ein bisschen anders sein. Oh yeah. Alter, guckt euch das mal an. Sieht das scharfer aus oder was? Ich meine, ich weiß nicht, warum das aussieht wie diese Sonnenfinsternis mittlerweile, aber Alter, sieht das geil aus oder sieht das geil aus? Gerade mit diesem Wasser dann noch und so. Richtig geil. Ich weiß ja nicht, wo genau das jetzt hier sein soll. Es soll irgendwo eine Leiche jetzt liegen. Ich habe da hinten gerade Loot gesehen. Okay, ich wollte nur kurz in Augenschein nehmen, ob jetzt hier noch wieder ein neuer Gegner wartet oder so. Dass hier vielleicht stattdessen noch ein neuer, dicker, fetter Dämon gespawnt ist oder sowas. Das sieht so gut aus. Allein grafisch ist dieses Spiel ein absolutes Highlight. Aber gut, ich bin auch nicht so grafikhurenmäßig irgendwie veranlagt. Bin ja mit der guten alten Retro-Pixel-Grafik aufgewachsen, deswegen. Ah, Havels Rüstungsset. Ist auch wieder sehr faszinierend, dass das ausgerechnet hier liegt, wo man ja aus der Seele von dem verirrten Dämon auch tatsächlich Havels Ring machen konnte. Ich möchte mir das nochmal kurz angucken. Warte mal, habe ich noch ein bisschen mehr irgendwie gefunden? Ich habe doch letztes Mal wieder ein bisschen was gefunden gehabt. Ich weiß aber nicht mehr was. Bin mal wieder überhaupt nicht vorbereitet, kennt man ja. Hier dürfte aber eigentlich nichts gewesen sein. Schlüsselitems. Kristallschriftrolle. Geheime Schriftrolle des großen Archivs von Lothric. Gib sie einem Zauberer, um Kristallzauber zu erlernen. Diese Zauber sind das Werk eines Bleichdrachen von Seath, dem Schuppenlosen, den Logan in einer Vision erblickt. Ein Zweig der Zauberei, der von den Kristallweisen fortgeführt wurde. Alles klar. Mal wieder kommt hier Seath zur Sprache. Und wenn es geht, ist es nachher auch noch das, was wir dann als Boss dort antreffen. Habe ich das schon gehabt? Harpe? Ich habe sie gefunden, aber ich glaube, ich habe sie nicht vorgelesen, ne? Die große sichelförmige Form dient dem Aufschneiden von Leichnamen, ein Werkzeug aus der Untotensiedlung. Die Schneide befindet sich auf der Innenseite der Waffe, um das Einschneiden und Heranziehen zu ermöglichen und Gegnern mit Schilden leichter Schaden zufügen zu können. Okay, wie sieht's aus? Skaliert auf mit C auf Geschicklichkeit. Blutungsschaden.
Ich weiß nicht, hatte ich noch irgendwas? Ich hatte doch noch mehr gefunden, glaube ich. Den hier auf jeden Fall. Ein feuriger Steinhammer der Gargoyles aus der gottlosen Hauptstadt. Er wurde durch die immerwährende gottlose Flamme entzündet und verfügt über einen Feuerangriff. Ich muss aber auch nochmal ganz ehrlich sagen, dass die gottlose Hauptstadt mich so ein bisschen an Shulva erinnert aus Teil 2. Erstes DLC, das rauskam. Ich glaube, so viel war jetzt hier nicht. Kristallglocke, eine heilige Glocke, die einst Gertrude, der himmlischen Tochter, gehörte und von den Gelehrten des großen Archivs entweiht wurde. Indem sich die Gelehrten der Kraft von Kristallen bedienten, erlangten sie bestimmte Fähigkeiten. In diesem Fall ermöglichte ihnen das, diese Glocke zum Wirken von Wundern und Zaubern zu nutzen. Gertrude, ich habe keine Ahnung, wer da was Gertrude ist, aber ja. Wird schon seine Gründe haben. Wommenhavel, was ist denn das? Das hatten wir auch gefunden, genau. Die Rüstung eines Vorreiterritters von Irithyll. Sie ist von leicht kühler Luft umgeben. Die Ritter erhielten die Augen des Hohepriesters, die sie jedoch in wilde, rasende Krieger verwandelten, die nur als geistlose Wachen einsetzbar waren. Diese Rüstung wirkt, als wäre sie aus einem riesigen Felsbrocken gemeißelt, gewährt hervorragenden Schutz, ist aber extrem schwer. Die Krieger, die Havel dem Fels folgten, wichen nie zurück und verweigerten sich keiner Schlacht. Sie zerschmetterten jeden Gegner, der sich ihnen in den Weg stellte. Also Havels Rüstung war bislang immer eine der besten Rüstungen, die man irgendwie hätte haben können. Nur halt auch verdammt schwer, ne? Okay, gut. Nochmal vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und jetzt nochmal schnell die zweite Geschichte mit dem Backtracking. Ich habe mich jetzt noch nicht wieder umgeguckt, ob ich die restlichen Sachen noch finde, die ihr mir mal irgendwann geschrieben habt. Da muss ich nochmal etwas mehr Zeit investieren und das genauer nachschauen. Das werde ich dann aber auch noch machen. Zumindest mal nachschauen und dann überlege ich, ob ich das nochmal irgendwann mache. Jetzt jedenfalls erstmal nicht. Solltet ihr da noch irgendwas Wichtiges wissen, immer her mit den Infos. So, und jetzt einmal Vaterkreuzigungen. Einen kurzen Weg in Richtung der Untotensiedlung zurück, bis zur ersten Brücke. Von dort kannst du dich auf einen Vorsprung fallen lassen. Okay, erste Brücke. Mal gucken, ob ich es finde. Ich hoffe doch. Nein, das ist nicht das. Hier habe ich André nicht gefunden, getroffen. Halbfeste. Hier war das, glaube ich. Aber ich soll dahin, wo ich André das erste Mal getroffen habe. Das sieht gut aus. Ach Gottin, ja. Wollte sagen, will der jetzt ewig da seinen komischen Laut weitermachen, aber dann ging Gott sei Dank auch so noch. Kommst du doch nicht? Ich dachte, du kommst jetzt her, aber hast dann wohl doch ein bisschen Schiss gekriegt, oder was? Okay, bis zur ersten Brücke. Hey, mein Freund. Versuch's erst gar nicht. Wie viele von euch hocken hier noch? Also einen sehe ich hier direkt vor mir. Okay. Krähen-Dämon Großsense. Ich glaube, die hatte ich bis jetzt noch nicht. Aber ich höre hier noch mehr von euch.
Nochmal so eine Großsense. Es fängt schon wieder an zu ruckeln. Ich könnte kotzen. Jetzt geht's wieder. Okay, mal gucken, wie lange noch. Ist das hier die Brücke? Okay, Leute, ich mach nochmal kurz wieder Neustart. Bis gleich. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal, dass nicht wirklich die Festplatte kaputt geht. War das hier gemeint? Mit Vorsprung? Könnte sein. Es ist ja so quasi die erste Brücke hier. War ich hier denn nicht schon? Nee, also da liegt auf jeden Fall noch ordentlich Loot. Hab ich das damals verpasst? Sag mal, was ist denn mit mir los? Hey, Hundi. Jetzt hast du ja noch einen Hundi. I. Du bist nicht gesund. Tschüss. Mornsring, okay. Und? Foliant von Karim. Ja, jetzt weiß ich auch, was damit gemeint war für meine Freunde im Schrein. Cool. Wie hab ich denn das damals übersehen? Naja, vielen lieben Dank auf jeden Fall auch hierfür wieder. Bist du hier alleine? Willst du mich verarschen? Was sagen? Oh! Droppst du was? Nö. Hier war ich quasi schon. Okay. Sehr schön. Das heißt, ich kann jetzt erstmal wieder zurück. Zum Pfad der Opferung. Werde dann einmal fix wieder zum Feuerbandschrein reisen. Das Zeug abliefern und dann, ja, mal gucken. Dann werde ich wahrscheinlich weitermachen im großen Archiv und hoffen, dass ich da dann irgendwie mal weiterkomme. So, einmal Zeug lesen. Foliant. Mhm. Es ist die Tradition des Weißen Pfads, großes Vertrauen in die Worte der Blinden zu legen, weshalb Schriftstücke in Blindenschrift nicht ungewöhnlich sind. Okay. Und Morns Ring wollte ich mir noch angucken. Wird von Rittern von Karim, wird den Rittern von Karim geschenkt. Er verstärkt Wunder. Morn diente der Göttin Kaitha und wurde später zum Apostel des Erzbischofs. Beide setzten sich für die Leidenden ein, um ihnen Trost zu spenden. Okay, und dann hatten wir noch eine Großsense, ne? Gefunden. Ich mag Sensen, aber irgendwie... Die sieht cool aus auf jeden Fall. Die Großsense ketzerischer Erzähler, die unter verlassenen Seelen Geschichten der gemalten Welt verbreiten. Sie soll die Waffe der Herren der gemalten Welt sein. Großsensen bewirken so starke Blutungen, dass das Blut bis auf ihren Träger spritzt. Fertigkeit Nackenschlag, aber ich glaube, das hatten wir schon mal, ne? Ja. Gemalte Welt? Moment mal, sollen das etwa die Harpien sein aus der gemalten Welt von Ariamis aus Teil 1? What, what, what? Okay, das ist irgendwie interessant. Ich glaube, sie sitzt hier, ne? Ich verwechsel es doch jedes Mal. Nein, hier geht's nicht rum. Hier geht's rum. Irina. Ich vergesse auch gerne mal, wie sie heißt. Oh, you've brought me a Braille Divine Tome. Now I can tell new tales of miracles. Tales of the greater miracles can be quite the epics. What fun we will have. Quasi die ähnliche Reaktion wie damals, oder das letzte Mal besser gesagt, wo wir ihr den Folianten gegeben haben von... Habe ich das nicht sogar schon einmal von Dings? Von Lothric? Ich weiß nicht, welches davon sie jetzt neu gelernt hat. Ich nehme mir einfach mal eins mit, aber auch nur, um es zu haben. Have a pleasant journey, Champion of Ash. Dankeschön.
So. Damit hätten wir dann das jetzt auch erledigt. Nochmal vielen Dank dafür. So, das heißt, ich kann mich jetzt wieder dem großen Archiv zuwenden. Mann, wird das eine Freude. Oder auch nicht. Ich weiß noch nicht. Mal sehen. Ob meine Kerzenbrüder mich jetzt noch mögen? Ich weiß noch nicht, ob ich überhaupt alles entdeckt habe in diesem Archiv, weil das ja so verwinkelt ist immer alles und diese Riesen... Aber hier hatte ich noch keinen Dingsens freigeschaltet, oder? Nee. Schade, hätte sein können. Ich war mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ah, ich weiß, ich habe hier drin auf jeden Fall einen freigeschaltet. Nämlich hier rechts. Gut, damit wäre ich jetzt wieder hier. Geh jetzt wieder hoch. Guck meine ganzen Kerzenbrüdis und Schwestis umherdümpeln. Hallo, reicht's nicht mal langsam? Noch möchte ich mich nicht heilen, dankeschön. Hey, du da? Du triffst mich hier nicht, das finde ich sehr schön. Finde ich sehr freundlich. Du da oben triffst mich hier auch nicht. Ich wüsste ja zu gerne, was es da für Loot gibt. Das sind... Nee, nicht zwei... Oder? Das sah gerade so ein bisschen so aus. Dieses komische Buschfeuer da draußen ist auch immer noch da. So, dann haben wir rechts rum nämlich noch einen Kumpel. Hey, du. Auch wenn du erleuchtet bist. Hilft dir nichts, weil ich bin's auch. Oh. Doch, da ist doch noch was, oder? Da? Na, da ist Loot und hier links irgendwo war Loot. So, Kumpel. Ach, da bist du. Wollte schon sagen. Hatte dich doch gesehen eigentlich. Okay, ein bisschen weiter hinten stehe ich jetzt halt. Macht nichts, da triffst du mich nicht mehr. Und danach heile ich mich. Dann hätten wir diese Eskapade hinter uns. Okay. Ich weiß auch noch nicht, ob ich den Estus-Ring wirklich abgelegt lassen soll. Bin mir da unschlüssig, wenn ich ehrlich bin. Jetzt schon wieder 13.000 Seelen, ey. Ist das nicht krank? So, hier wollte ich aber auch nochmal schauen, was es hier so gibt an sich. Warte mal, war hier noch irgendwas? Nein. Jetzt kommt erstmal gleich wieder dieser dicke Gargoyle. Die Frage ist, was passiert, wenn ich hier weitergehe? Kommt hier auch nochmal irgendwie ein Gegner? Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass es hier dann nichts gibt, was mich irgendwie angreifen möchte. Wusste ich's doch. Ja, mal auf, immer deinen ollen Flügel davor zu halten, das finde ich nämlich doof.
Bist du der einzige Gargoyle, der mich hier jetzt angreift? Ich hoffe doch. Titanitbrocken. Okay, es hat sich jetzt nicht unbedingt gelohnt. Ich hätte gedacht, da gibt es irgendwie was Geileres. Da kann man runter. Aber möglicherweise kann ich das auch noch von anderer Stelle. Da liegt auch noch Loot, oder? Nee. Ist nur so ausgeleuchtet, ich dachte. War hier nicht gleich auch noch irgendwo ein Gargoyle? Ach, da vorne erst. Okay, pass mal auf, Kumpel. Damit das Ding nicht anfängt, plötzlich umherzuschreien. Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt die beste Idee war. Vergessen wir es. Ganz einfach. Passiert mir hier jetzt wahrscheinlich auch nichts. Bist immer noch nicht tot? Komm mir doch auf. Jetzt aber. Da unten geht es auf jeden Fall noch irgendwo hin, aber ich weiß nicht, ob man da nicht vielleicht auch irgendwie von der anderen Seite irgendwie rankommt oder so. Warte mal. Boah, diese Geräusche von denen sind ekelhaft. Aber macht auch nichts. Schon lustiger Zufall, dass ausgerechnet so eine Gegner, wie ihr sie seid, auch am Pfad der Opferung rumgedümpelt sind, ne? Oder? Schon irgendwie lustig. Alter, was? Willst du mich verarschen? Wie viele Pfeile ich schon wieder verschwendet habe für diesen Mist. Aber egal. Safety first. Jetzt kommt Gargoyle, Kumpel. Erledigt. So, ja, da kann ich... Da unten? Gut. Einfach mal verschwunden von mir aus. Nein!
Da war ich. Ah komm, ich heile mich einmal, sicher ist sicher. So, war ich dann hier schon? Doch, ja, hier bin ich, glaube ich, schon mal lang gelaufen, oder? Sieht irgendwie alles immer so gleich aus. Ihr ollen Dinger da, ey. Was für ein Duo denn? Halt. Alles klar, so ein Duo. Ich glaube, das überlebe ich nicht. Da ist gerade irgendwas oder irgendwer gestorben, ich weiß es gerade nicht. Dein Kumpel ist gerade gestorben, oder? Flammenspeer, danke schön. Aber ja, dein Freund ist gerade verreckt. Das ist ja geil, wo ist der denn verreckt, bitte? Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht's hier noch weiter. Und ich habe schon wieder 36.000 Seelen. Ey, was zum Teufel. Okay, da kann man hin. So viel steht mal fest. Ist hier aber jetzt auch noch irgendwo Loot. Loot tut mir manchmal auch ganz gut. Was soll's? Ich gehe jetzt hier runter und guck mal, was hier abgeht. Plopp. Schon so ein Geknurre, was geht denn? Sind die schon wieder so eine Bücher oder was? Boah, dieses Geknurre ist widerlich. Ah, ich glaube, da in der Hand von dem Ding ist... Geil, Blut. Bevor ich hier irgendetwas tue, lassen wir das hier mal runter. Ah, hier kann ich wieder meinen Kopf wachsen, das ist sehr gut. Schlüssel. Ich wachse meinen Schädel mal wieder. Und jetzt würde ich das hier bitte haben, egal was hier passiert. Und Totenknochensplitter, wie geil. Ich habe noch mehr davon gefunden. So, und wo bin ich hier? Das ist von der anderen Seite. Ach du Scheiße. Das sieht nicht gut aus. Da stehen drei Typen rum. Oh mein Gott. Das ist ein Katana. Ich dachte gerade, er dreht wieder um.
jetzt doch alle drei. Okay, verpiss dich, verpiss dich. Egal, was hier passiert, ich gehe weg. Nein, nein, das gibt's nicht. Da kamen gerade drei Typen auf einmal auf mich zu. Was zur Hölle? Ich muss einmal heilen. Ja, egal. Keine Ahnung, was du da machst, mein Freund. Alter, was? Was seid ihr denn? Vor allen Dingen, was habe ich euch getan, ihr blöden Ärsche? Wow. Dich habe ich getroffen, oder was? Ja, verpisst euch, ihr Säcke. Mal keinen von euch. Giftpfeile. Mhm, okay. Schnell schießt der bitte seine Pfeile da los. Du hättest es gerade haben können, Kumpel, aber ich heile mich einmal. Ich weiß nicht, was das hier gerade ist, was das soll, was das wird, wenn es fertig ist. Und vor allen Dingen, warum ich nur alle drei auf einmal pullen konnte und keinen und nicht einzeln. Oh no. Oh no. Gut. Alter, ihr seid ja welche. Stab des Kristallweisen. Onikiri und U, was auch immer. Goldschwingen Wappenschild. Dankeschön, ihr Ärsche. Darf ich jetzt bitte weiterlaufen? Ich wäre euch sehr verbunden. Möchte bitte wieder meinen Wachskopf haben. Das wird ja bestimmt einen Grund haben, warum ich den ja haben durfte. Meiner sexy neuen Kopfbedeckung. Aber von da hinten bin ich das letzte Mal quasi. Okay. Kommen jetzt noch mehr von euch? Ey, bitte nicht. Danke, das hat mir so schon gereicht. Ich
höre ja aber schon noch was. Ne? Aber so ganz geheuer ist mir das Ganze nicht, mal abgesehen von der Seelenmenge, die ich gerade wieder mit mir rumschleppe. Oh, scheint jetzt aber in der Tat soweit alles cool zu sein. Sieht wieder aus wie Frump so ein bisschen. Nur komplett mit Körper sogar. Hier ist jetzt gerade echt gar nichts. Was ist das hier? Gesund sieht anders aus. Okay. Eine weitere Seele. Die nehme ich wiederum gerne mit. Warum stirbt man denn hier? Okay, da oben ist auf jeden Fall erstmal nichts. Es sei denn, es spawnt hier gleich irgendwas. Ah, wait. Ein Shortcut. Keine Ahnung wohin, aber ein Shortcut. Oh, wonderful. Das ist der, oder? Oh ja. Mhm. Ich hoffe mal, diese drei komischen Gestalten da respawnen nicht, aber selbst wenn. Egal! Ich gehe mal kurz meine Seelen ausgeben. Und meinen untoten Splitter verbrennen, ja? Dann habe ich jetzt endlich. Plus 10, glaube ich, ne? Juhu! Ich bin jetzt also auf Maximum. Sehr geil. Hey. Aufsteigen. Kann ich doch aufsteigen? Ja, kann ich. Einmal. Kondition 40. Stärke vielleicht noch ein bisschen. Oder lieber Belastbarkeit. Wie viel kriege ich hier dazu? 56. Ah, ist nicht so der Bringer, ne? Aber wiederum habe ich dann 30. Ach komm, wir machen noch einmal Vitalität, was soll das? Jupp, danke, danke. Aber ich könnte mir vorstellen, dass auch irgendwo noch ein Estus-Scherbe rumdümpelt. Hast du noch irgendwas Neues für mich? Oder überhaupt irgendwas Praktisches, was Geiles? Wofür es sich auch lohnt, mal ein bisschen Geld auszugeben? Na, sieht nicht so aus. Oh! Faram! Dieser Helm wurde nach einem Gott des Krieges benannt. Er gehört zur Ausstattung der Forossa-Löwenritter, die auch nach der Zerstörung ihrer Heimat weiter aufbewahrt wurde. Ihr Zustand verweist auf allerhand Legenden, in denen die Namen einiger von ihnen auftauchten, die den Tod überwunden haben sollen. Die Faram-Rüstung war ja die leitende Rüstung aus Teil 2, so ein bisschen. Zumindest ist meine Figur, die ich auch habe von meiner Collector Edition, die Faram-Rüstung gewesen. Ich kaufe mir einfach mal das ganze Set, weil ich das Set geil finde. Ashen One. So. Ich möchte aber noch mehr Seelen ausgeben. Ich möchte noch mehr Seelen ausgeben. Irina, hast du sonst noch irgendwas für mich? Oh, do you wish to hear a tale? Für 3000 Rückkehr. Das sind alles Sachen, die ich nicht brauche, ich weiß, aber. Why not? Have a pleasant journey, champ. Jojo, danke, danke. So.
Das sieht doch soweit schon mal ganz schnorkeli-porkeli geil aus. Ich würde mal sagen, ich gucke mir jetzt nochmal schnell das Zeug an, was ich jetzt bekommen habe. Ich habe Gotthard-Doppelschwert. Ich glaube, das hatte ich aber schon, oder? Ein paar Schwerter der Jäger, die als schwarze Hand des Königs bekannt sind. Es wurde von Gotthard benutzt, der aus dem Schloss floh. Durch seine große Schwertkampfkunst konnte er in der Ritterschaft schnell aufsteigen. Okay. Was habe ich noch bekommen? Ich habe doch noch diesen komischen... Ist die auch so eine Doppelwaffe? Hm, keine Ahnung. Was habe ich denn noch bekommen? Nee, das hatten wir schon. Das hier. Diesen Kristallbeschleuniger schenkten die Kristallweisen ihrer Lieblingsschülerin Kriemhild. Kristallsphären verschlingen den Willen ihrer Benutzer. Dieser Zauberstab erhöht die Zauberkraft auf Kosten eines erhöhten FP-Verbrauchs für Fertigkeiten. Okay. Ah, hier hatte ich noch so ein Goldschwingen-Ding. Oh, Magieabsorption ist hier ganz geil. Ein Schild der blauen Ritter, in den eine Goldschwinge als Wappen eingraviert wurde. Dieser Schild hebt sich selbst von anderen magischen blauen Schilden ab. Er bietet hohe Magie, Schadensminderung und lässt den Anwender außerdem Zauber parieren. Vielleicht gar nicht so schlecht. Okay. Jetzt muss ich nochmal überlegen, ob ich jetzt vielleicht wechsle auf die Faram-Rüstung. Warte mal. Ist in allem überlegen. Mal Faram-Rüstung. Die ist ein bisschen feuermäßig besser drauf, aber ansonsten. Schattenstulpen. Faram. Ich weiß, mein Gewicht ist gerade erschreckend. Dann müsste ich jetzt doch wieder auf Havel zurückgreifen. Und selbst dann würde das noch nicht gehen. Okay. Sieht auch irgendwie cool aus. Gut, dann reisen wir erstmal schnell wieder zurück. Schönen Shortcut haben wir jetzt noch bekommen. Aber ich wollte hier noch ein bisschen weiter gucken. So. Die Rüstung sieht irgendwie geil aus. Und wie gesagt, das war die Rüstung aus Teil 2, die da so ein bisschen leitend war. Wenn man so will. So, okay. Wo geht's denn hier jetzt hin? Sieht auf jeden Fall nicht so gesund aus. Und nicht unbedingt freundlich. War ich hier schon? Kam ich von da? Ich hab keine Ahnung. Ich gehe einfach mal weiter. Ne, ich glaube, hier war ich noch nicht. Hier hängt noch eine Leiche rum. Typisch. Eine Seele, finde ich gut. Aber ansonsten scheint hier nichts zu sein. Okay. Kann ich da wirklich so weit hochlaufen? Da oben ist auf jeden Fall noch eine... Was ist das denn da? Kann ich dich anschießen?
Nee. Da stehen drei komische Gestalten, die sich auch scheinbar allesamt bewegen. Das verspricht witzig zu werden. Und? Sind die respawned? Ist Trio Infernale? Nee, scheinbar nicht. Ihr drei lasst mich aber in Ruhe, ne? Gott, sonst krieg ich gleich garantiert den Arsch aufgerissen. Okay, ihr lasst mich also nicht wirklich in Ruhe. Irgendwie hätte mich das auch gewundert. Aber alle drei auf einmal wieder, ey, das wäre natürlich ganz hervorragend. Ich weiß ja nicht, wann das losgeht mit denen. Ich weiß auch nicht, wie stark die sind. Ich kenne ja nur die in Anführungszeichen normalen Ausführungen davon. Okay, gucken wir gleich. Und hier? Schatz voraus. Hier ist erstmal eine mega geile Aussicht. Was ist hier so los? Nix! Soll ich verarschen? Da kann ich nicht hin. Ah, da ist auch Gott sei Dank nix. Okay, also hier haben wir auf jeden Fall noch einen Schatz. Greift ihr jetzt an? Na, ihr seht das hier wahrscheinlich gar nicht. Und? Estus-Scherbe! Wie geil! Ich habe noch eine Estus-Scherbe gefunden. Das nächste Mal, wenn ich also dann am Feuerbandschrein bin, wird auch die an Andre gegeben und ab geht's. Wie geil ist das denn? Wozu konnte man das jetzt hier? Wird wohl ein ewiges Rätsel bleiben. Ich kann ja einfach ein bisschen auf dem Dach rumlaufen. Geil. Da ist eine Leiter. Ich kann die auch noch nicht anvisieren. Ich höre was. Etwas, das mir nicht gefällt. Gleich alle drei unten oder nur einer? Wo bist du? Da bist du. Komm her! Oh nein! Nein! Oh fuck! Heilung! Fuck! Oh mein Gott! Ich glaube, das wird nichts mit einzeln. Ich glaube, hier sterbe ich jetzt auch noch öfter als einmal. Aber wenn ich jetzt eh schon wieder am Leuchtfeuer bin, kann ich das ja auch einmal kurz ausnutzen und nochmal schnell zum Feuerbandschrein zurück, um meine Scherbe verarbeiten zu lassen, damit ich 15 Flakons in der Tasche habe. Gut, ob jetzt dieser eine Flakon noch irgendwie dem cool fett macht, sei mal dahingestellt, aber man kann es ja versuchen. Dankeschön. Und auch hier haben wir jetzt offenbar unser Maximum erreicht. Schön. Sehr schön. Und ich würde mal sagen, ich mache jetzt hier trotzdem erstmal einen Cut. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin. Tschüss.